Hi, hier ist wieder der Lars von All About Samsung und heute geht's um was anderes. Ich habe nämlich zwei SSDs im Test. Und zwar die brandneue Samsung SSD 850 Evo, einmal in der 120 GB Version, einmal mit 1 TB. Und SSDs vor der Kamera testen finde ich persönlich ein bisschen witzlos, weil ihr seht es selber, hier ist die 120 GB Version. Ich kann sagen, von vorne sieht die sehr, sehr sauber aus, sehr, sehr clean, vieles nicht zu sehen. Man hat ein graues Quadrat hier hingepackt und das war's. Ansonsten steht da Samsung Solid State Drive, also SSD, kurz steht es ja dafür. Und auf der Rückseite stehen dann so ein paar andere Sachen wie der Name, 120 GB und dann sowas wie Seriennummer und so ein Kram. Aber wirklich was sehen tut man ja nicht. Dafür müsste ich die Kiste aufschrauben und dann unter das Elektronenrastermikroskop legen, um tatsächlich was zu sehen. Weil das, was sich wirklich getan hat, das spielt sich im Nanometerbereich ab. Und das kann ich natürlich schlecht zeigen. Aber ich kann euch was dazu erzählen. SSDs sind ja eigentlich eine relativ coole Sache, weil bei HDDs hat man so eine kleine Scheibe, die wird immer beschrieben und dreht sich. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ist eine bewegliche Sache. Und da geht es natürlich die Failrate, also die Rate von Sachen, die kaputt gehen, relativ hoch. Bei SSDs hat man relativ wenig Sachen, beziehungsweise gar keine Sachen, die sich bewegen und überhaupt relativ wenig Bausteine. Man hat vor allen Dingen den Flash-Speicher. Flash-Speicher müsst ihr euch so vorstellen, dass man im Endergebnis ein bisschen Silizium hat und dann hat man einen Halbleiter und da kann man jetzt einen Strom dran anlegen und dann fließen Elektronen durch oder eben nicht. Das ist SLC-Speicher. Ne? Also man hat einen Halbleiter, man legt einen Strom dran und entweder er leitet oder nicht. Und dann weiß der Controller, das ist eine Art Prozessor, der da drin sitzt, weiß dann ja oder nein, an oder aus, ein Bit. Das ist der sogenannte SLC-Speicher. Der hat den Vorteil, dass er sehr, sehr schnell ist, weil man hat halt nur an oder aus. Und vor allen Dingen auch den Vorteil, dass gar nichts Abrieb ist, weil man hat halt nur die Elektronen, die durchfließen, dadurch passiert nichts und die Dinge haben eine unbegrenzte Laufzeit im Ergebnis. Rein rechnerisch in irgendwas von irgendwelchen Millionen Jahren. Das Problem ist, SLC-Speicher ist natürlich relativ ineffizient, weil man hat nur an oder aus und dann müsste man ja ganz viel nebeneinander packen, um letztendlich einen Speicherbaustein mit einer entsprechenden Größe zu bekommen. Deswegen wurde dann vor einigen Jahren MLC-Speicher erfunden. MLC-Speicher, müsst ihr euch so vorstellen, da können verschiedene Spannungen dran angelegt werden. Und dann hat man an, aus oder noch einen Zustand. Also im Ergebnis 2 Bit, die damit gespeichert werden können. Hat den Vorteil, dass die Speicherdichte ein bisschen größer ist oder doppelt so groß ist ungefähr. Hat aber den Nachteil, dass der Controller mehr rechnen muss, die Geschwindigkeit ein bisschen runtergeht und theoretisch auch die Festplattenlebensdauer runtergeht oder die SSD-Lebensdauer runtergeht. Naja, auch da ist man aber rechnerisch wieder im Bereich von mehreren Jahrzehnten. Da hat man wiederum keine Probleme. Dann hat Samsung mit der SSD 840 was Cooles angefangen. Und zwar haben die damit angefangen, TLC-Speicher oder 3-Bit MLC zu verwenden. Das heißt, man hat noch mehr verschiedene Spannungen, die an das Silizium angelegt werden können und deswegen hat man noch mehr Speicherzustände und im Ergebnis können 3 Bit mit einer Speicherzelle gespeichert werden. Wieder eine höhere Speicherdichte, geringere Kosten letztendlich für eine SSD und die Speicherschreibrate ist immer noch relativ hoch. So weit, so gut. Das ist so der Stand bis 2012 bzw. 2013. Problem ist, jetzt hat man ja ganz viele Sachen ganz, ganz klein gebaut. Da redet man wirklich von 10 bzw. 19 Nanometern. Das ist sehr klein und sehr eng nebeneinander. Und je enger man das aneinander baut, so Speicherbausteine, desto größer sind die Interferenzen. Dazwischen sind also Leckströme. Und die müssen durch die Controller ausgeglichen werden. Das ist natürlich ein Problem. Und deswegen wird die Geschwindigkeit niedriger, beziehungsweise der Aufwand, um sowas noch vernünftig hinzubauen, wird größer. Und deswegen hat Samsung jetzt mit der neuen SSD 850 Pro vor einigen Monaten einen richtig coolen Schritt gemacht. Den durfte ich mir vor 2 Jahren schon in den Forschungslaboren angucken. Und zwar hat man 3D V-NAND erfunden oder eingesetzt. Das heißt im Ergebnis, dass man TLC beziehungsweise bei 850 Pro MLC NAND nimmt, also die Speicherzellen nimmt, die um 90 Grad kippt. Dadurch sind die isolierenden Schichten außen. Man hat weniger Leckströme. Und die dann aufeinander stapelt. Letztes Jahr hat man da 24 Schichten geschafft. Inzwischen ist man bei 32 Layers, TLC und MLC NAND, die aufeinander gestapelt werden können. Und das hat den Vorteil, dass die Speicherdichte unglaublich hoch ist, Stromverbrauch runtergegangen ist, die Controller schneller sind, weil die müssen weniger Interferenzen letztendlich ausgleichen. Und die SSDs werden natürlich auch günstiger. Das sind alles Sachen, die sieht man leider nicht. Und im Ergebnis sind die auch, nicht so wichtig für den normalen Konsumenten. Die sind relativ abgefahren. Technikkrams, aber in den SSDs wird der Speicher dadurch günstiger, schneller und auch die Lebensdauer, da ist sich Samsung sicher, wird vor allen Dingen verlängert. Also die geben inzwischen wieder eine Garantie von 5 Jahren auf die
Samsung SSD 850 Evo. Bei der Pro reden sie von 10 Jahren. Bei der 840er waren es nur 3 Jahre, weil man wusste nicht so genau, ob TLC hält das jetzt so gut. Jetzt haben wir TLC bei der hier, also 3-Bit NAND, übereinander geschichtet mit 32 Layers und halt in den Versionen mit 120, 250 und 500 GB auch noch einen neuen MGX-Controller. Bei der 1TB Version hier haben wir einen MEX-Controller, wie auch bei der 840 Pro zum Einsatz gekommen ist. Und damit hat man jetzt also hohe Geschwindigkeiten, niedrigen Preis, lange Lebenszeit und deswegen eigentlich die perfekte SSD für Consumer und vor allen Dingen die Preise, die werden halt wirklich noch interessant. Wir reden hier bei 120 GB von einem Preis von 92,99 Euro UVP und bei 1TB reden wir von 462,99 Euro UVP. Also das heißt, man liegt so oder so bei unter 1 Euro pro Gigabyte, zum Teil bei unter 50 Cent pro Gigabyte und das sind die UVPs, also da liegt man meistens noch ein bisschen drunter. Genug gelabert, das ist im Detail noch alles viel, viel komplizierter. Jetzt schauen wir uns aber mal die Leistung von diesen SSDs im Alltag an. Und dazu habe ich einen Asus ZenBook UX303LN in der Version R4141H. Ich finde, das ist eins der geilsten Ultrabooks derzeit, weil es sehr modular ist und tatsächlich auch mal auseinandergenommen werden kann. Und da habe ich die beiden SSDs eingebaut und das schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes haben wir jetzt die Samsung SSD 850 Evo mit 120 GB in das Asus ZenBook UX303LN in der Version R4141H. Ein sehr leistungsstarkes, modulares und vor allem dünnes Ultrabook, was ich sehr gerne habe, eingebaut und wollen uns die SSD jetzt mal genauer von der Leistung angucken. Der erste Eindruck dabei ist für mich immer so ein bisschen der Boot. Und da drücken wir jetzt mal drauf. Zack. Es ist nacktes Windows 8.1. Und ihr seht, Logo ist sofort da. Boot. Fertig. Es sind irgendwas um die 3 Sekunden, die am Ende das ZenBook UX303LN hier für den Boot braucht. Im Betriebssystem selber ist es immer schwer zu zeigen, wie schnell eine SSD ist. Man merkt es im Alltag irgendwann und man merkt vor allem den Unterschied zwischen einer HDD und einer SSD sehr schnell. Und wenn dann irgendwann der Download-Ordner vollgemüllt ist oder große Dateimengen tatsächlich dann irgendwann sind, dann merkt man auch einen Unterschied zwischen den SSD, je nachdem. Allerdings bei den Top-Modellen, da ist die Differenz zwischen den verschiedenen SSDs so groß nicht. Und da ist es am besten, dass man die Leistung mit irgendwelchen Benchmarks zeigt. Ich nutze dafür ganz gerne das Programm ASSD. Es ist eins der, ich würde mal sagen, einfacheren Programme, mit denen man halt die Geschwindigkeit von so einer SSD messen kann. Und da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Das ist vor allen Dingen gut, um die sequentielle Geschwindigkeit von so einer SSD tatsächlich festzustellen. Und da seht ihr jetzt, das sind vor allen Dingen Schreibraten, die erstaunlich sind für die Größe, weil je größer eine SSD ist, desto mehr Speicherbausteine hat sie. Und auf je mehr Speicherbausteine parallel kann dann der Controller schreiben. Und bei den kleinen Größen ist es halt so eine Sache, weil eine 120 GB SSD hat nur sehr wenig Speicherbausteine. Und da dann solche Schreibgeschwindigkeiten tatsächlich zu erreichen, das ist schon eine Besonderheit. Das macht Samsung dadurch, dass man einen bestimmten Teilbereich dieses Speichers als SLC ausweist. SLC heißt, dass eben nicht eine MLC oder TLC, also nicht eine Speicherzelle, die bestimmte Speicherzustände erkennen kann und dann 3-Bit speichern kann, genutzt wird, sondern der wird gesagt, du kannst jetzt nur entweder an- oder auserkennen. Und dadurch wird halt der im Ergebnis schnellste Speichervorgang erreicht. Man kann nur 1-Bit speichern und dadurch kann man halt in einem bestimmten Teilbereich der SSD sehr schnell schreiben und auch sehr schnell lesen. Und später, wenn man dann im Idle-Modus ist, merkt dann die SSD, okay, ich habe gerade nichts zu tun. Ich schichte das jetzt aus diesem SLC-Bereich um in den normalen Speicherbereich, wo halt der TLC-NAND ist, der günstiger ist, und kann es dann wieder ganz normal verwenden. Und dann wird dieser Cache, SLC-Cache, Turbo-Write-Cache, oder wie auch immer er genannt wird von Samsung, halt wieder freigeräumt und dann durch kann ich halt sehr, sehr schnelle Speichergeschwindigkeiten erreichen. Ihr seht es hier, 966 Punkte bei AS-SSD ist für eine Einsteiger-SSD mit 120 GB ein Wahnsinnswert. Vor allen Dingen hier auch die Schreibgeschwindigkeit sequenziell 492 ist verdammt schnell. Gut, das sind Geschwindigkeiten, die sind im Alltag, naja, vor allen Dingen gut für Werbezwecke. Relevanter ist eigentlich hier die 4K 64 Thread Zeit und da sind 370 MB und 133 MB im Write definitiv immer noch sehr gute Werte und auch die Zugriffszeiten sind sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich sehr schnell und sehr gut mit der SSD arbeiten. Neben ASSD gibt es noch diverse andere Benchmarks, die zeige ich euch aber nur in den Ergebnissen, weil die würden jetzt einfach zu lange dauern. Da ist Atto ganz gut eigentlich, um die Ergebnisse im Detail, also wirklich mal durch die einzelnen Größen zu jagen. Und da sieht man hier vor allen Dingen, dass da ja Bilderbuchwerte erreicht werden können. Man sieht zum Beispiel im Write, da hänge ich zum Teil je nach Dateigröße bei über 506 MB und im Read bei
ziemlich genau 550 MB. Das sind Rekordwerte, die sind so im Alltag allerdings nicht zu erreichen. Das sind wirklich so Werte, die sind schön für die Vermarktung, die kann man sich draufschreiben, für den Alltag und für die tatsächlich tägliche Nutzung relativ irrelevant. Interessanter ist dann Crystal Disk, die machen vernünftige Sachen, vor allem machen die einen Random Write, also das heißt, jede SSD wird mit komplett random, also zufälligen Daten beschrieben und das ist wichtig, weil manche Controller haben eine Komprimierung drin, dass wenn Sachen nochmal geschrieben werden, darauf zurückgegriffen werden kann und dadurch die Ergebnisse eigentlich verfälscht werden. So ist es komplett random, komplett zufällig und die Geschwindigkeiten sind im Ergebnis auf jeden Fall nicht zu beeinflussen. Und da komme ich hier auf Ergebnisse, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich habe mal zweimal Crystal Disk Mark hier rausgesucht. Ich habe es 10-mal oder 15-mal laufen lassen. Und das waren so in meinen Augen die Ergebnisse, die am repräsentativsten waren. Ich habe so einmal die obere und untere Grenze vom Durchschnitt genommen. Sieht man einmal im Read sequenziell 530 MB ist verdammt schnell und im Write 291 MB ist ebenfalls sehr, sehr schnell, da kann man nicht meckern. Und auch bei den unteren Werten 505 und 295 Write, das schwankt halt alles immer so ein bisschen in diesem Bereich. Das sind allerdings alles Werte, die können sich wirklich sehen lassen. HD Tune finde ich auch eine praktische Sache, ist eher, finde ich, praktisch, um die Alltagsperformance zu sehen. Average 370 MB, das ist wirklich die Geschwindigkeit, die im Alltag realistisch ist. Was man hier allerdings nicht so gut sieht, ist die Access Time. Die hatte ich euch ja gerade schon bei AS SSD gezeigt. Die ist sehr kurz und sehr gering. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das sind also die Ergebnisse von der Samsung SSD 850 Evo mit 120 GB. Jetzt schauen wir uns mal die 1 TB Version an. Größer und entsprechend in der Regel schneller bei einer SSD. So, und jetzt wechseln wir hier mal im Zenbook UX303N die 120 GB Samsung 850 Evo zur 1 TB Version. Und ich lasse es jetzt im Video drin, damit man sieht, dass man auch in Ultrabooks inzwischen relativ gut teilweise die SSD wechseln kann. Dafür liebe ich halt das Zenbook ziemlich gerne, weil es ist sehr modular. Man hat dann halt hier die Halterung für die SSD, muss dann noch ein paar Schrauben lösen. Vorher muss man auch ein paar Schrauben lösen. Und vor allen Dingen guckt euch das vorher auf YouTube an, wie es beim Zenbook genau geht. Das ist nämlich nicht so einfach. Das sind teilweise die Schrauben unter den Gumminoppen versteckt. Aber hier habe ich jetzt schon mal ein paar Schrauben vorgelöst beim Einbau und dann kann ich das jetzt sehr einfach machen. Und dann sieht man, ich muss dann letztendlich nur die 120 GB Version. Man sieht auch vom Design her, hat man inzwischen tatsächlich ein bisschen was Dezenteres. Man hat ja nicht mehr diesen orangenen Fleck, sondern einen grauen. Aber das ist halt ansonsten nicht so spannend äußerlich. Ne? Das ist wirklich Interessantes drin. Von außen ist halt eine schwarze kleine SSD mit einem sehr leichten Gehäuse. Wenn man es das erste Mal in die Finger nimmt, denkt man sich, okay, für das Plastik habe ich jetzt so viel Geld bezahlt. Tatsächlich ist Metall nur sehr, sehr leicht. Und dann bauen wir jetzt mal die Terabyte-Version ein, wieder richtig rum reindrehen und dann machen wir wieder 2 Schrauben fest und dann sieht man schon das Ergebnis. So, ich versuche es mal wirklich schnell mit ins Video reinzunehmen, damit man einfach sieht, dass es wirklich sehr einfach ist. Normalerweise kann man halt in das Zenbook auch eine HDD reinmachen. Tatsächlich bei SSDs, man hat ja keine beweglichen Teile, ist es halt nicht nötig, die ganzen Schrauben eigentlich festzumachen. Ich mache es trotzdem jetzt. Sonst fühle ich mich immer schlecht. Aber theoretisch braucht man es nicht, weil ohne wirkliche Teile ist es halt sehr, sehr vibrationsarm, nämlich gar keine. Und auch Lautstärke ist bei dem Ding 0. Es hatte bei der 840er und mal ein Problem, dass das Ding leicht gefiept hat. Jetzt bei der 850 Evo hat man das Problem nicht mehr. So, und dann habe ich es reingedrückt. Ihr seht, jetzt sitzt die Terabyte-Version hier drin. Dann muss ich jetzt noch ein paar Schrauben festmachen und das war's dann. Dann habe ich plötzlich statt 120 GB 1 Terabyte im Laptop und die Leistung davon, die schauen wir uns jetzt mal an. So, die Terabyte SSD ist jetzt eingebaut von der SSD 850 Evo und auch jetzt wieder der erste Start. Wieder komplett nacktes Windows 8.1. Die paar Benchmark-Tools sind halt installiert, aber das war's dann auch. Drauf gedrückt, ihr seht, da kommt jetzt sofort das Boot-Logo und das war's. Also auch da, viel ist da nichts, das sind 3 Sekunden oder so, die der Bootvorgang dauert bei einem nackten Betriebssystem. Das ist auf jeden Fall eine nette Leistung. In Windows selber dann wieder das gleiche Bild. Es ist immer wieder schwer zu zeigen, wie stark denn jetzt das Betriebssystem ist. Und deswegen starten wir jetzt auch sofort wieder AS SSD. Auch da merkt man wieder, dass es eine verdammt flotte SSD ist. Wie gesagt, man hat halt hier eine größere SSD. Und bei größeren SSDs hat man ja dann den Vorteil, dass der Controller von der ganzen Sache, in der 1 TB-Version haben wir immer noch den MEX-Controller, der auch in der 840 zum Einsatz kam. Bei den kleineren Versionen, also 120, 250 und 500 GB, da haben wir einen neuen MGX-Controller, bei dem vermutet man, dass weniger Speicherlanes zum Einsatz kommen. Letztendlich ist die Geschwindigkeit aber trotzdem hoch genug und man braucht
braucht halt nicht so viele Lanes, weil nicht so viel Speicher gleichzeitig beschrieben werden muss. Und dazu ist die Taktung ein bisschen niedriger. Deswegen ist da auch der Verbrauch ein bisschen geringer. Hier bei der Terabyte-Version haben wir wieder den alten MEX-Controller, ein bisschen höheren Verbrauch von ungefähr 4 Watt. Allerdings, das sind Werte, das ist nichts. Das ist komplett egal. Deswegen kann man da gerne drauf verzichten. Interessanter sind natürlich die Schreibgeschwindigkeiten und Lesegeschwindigkeiten. Und auch da haben wir jetzt mit der 1-Terabyte-Version hier sehr, sehr große Geschwindigkeiten. Da kann man wieder nicht meckern. Interessant ist halt auch der Preis. Man liegt hier bei ungefähr 430 Euro. Beziehungsweise für 1 Terabyte wären es 462,99 Euro UVP. Aber im Handel ist es dann meistens ein bisschen niedriger und dann ist es natürlich relativ günstig für so viel Speicher. Und ihr seht jetzt hier von den Werten, wir kommen auf 1151 Punkten. Das ist natürlich nur wieder der Richtwert, weil die einzelnen Werte könnt ihr jetzt auch wieder vergleichen. Ich kann es auch nochmal durchlaufen lassen. Meistens ist Lesen nämlich deutlich schneller noch. Und das ist halt sehr interessant, was Samsung hier letztendlich gemacht hat. Man kommt auf wirklich hohe Werte und durch diesen großen emulierten SLC-Speicher und halt einen 1 GB großen Cache, kommt man wirklich auf große Geschwindigkeiten. Dazu hat Samsung jetzt die Garantie auf 5 Jahre erweitert. Bei der 840 Evo waren es nur 3 Jahre, bei der Pro waren es dann 10 Jahre, hier hat man 5 Jahre. Letztendlich gibt es da diverse Tests, die sagen, wenn man nicht mehrere Petabyte schreibt, dann hat man gar keine Probleme. Die Dinger sind zuverlässiger als HDDs, also herkömmliche Festplatten, und halten deutlich länger, weil der normale Nutzer schreibt nicht mehrere 100 GB am Tag. Deswegen ist es da relativ, naja, irrelevant letztendlich, für wie viel Garantie da jetzt drauf gegeben wird, weil die Dinger halten sehr, sehr lang durch. Jetzt warten wir noch kurz das Ergebnis hier einmal ab. Ihr seht es, von dem 1 TB Speicher, der angegeben ist, sind am Ende tatsächlich nutzbar ungefähr 931,5 GB. Das ist okay, das kommt natürlich die unterschiedliche Rechenart und Weise zusammen. Letztendlich ist es egal. Jetzt sind wir bei 1136 Punkten. Ich hatte auch schon teilweise ein bisschen mehr. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Hier ASSD, das haben wir hier in ein paar Ergebnissen mal zusammengefasst. Ich ziehe es auch ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser sehen kann. So. Ich kämpfe mal hier ein bisschen mit dem Touchpad und dann sieht man 507 sequenziell Schreibgeschwindigkeit, Lesegeschwindigkeit, schreibt 483, das ist auf jeden Fall gut. Teilweise komme ich auch ein bisschen niedriger raus, teilweise komme ich ein bisschen höher raus bei der Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das sind allerdings so Daten, naja, das ist halt alles immer so leicht im Wandel und über die Alltagsperformance sagt es nicht so viel aus. Die Zugriffszeit ist viel wichtiger und halt hier die Werte, die sind halt auch sehr, sehr gut. Vor allem die Schreibgeschwindigkeit ist hier halt nochmal deutlich höher als die von der 120 GB Version der SSD 850 Evo. Aber auch bei der hatte ich ja gezeigt, das sind Werte, die sind definitiv gut genug für jeden Nutzer. Da braucht man eigentlich keine Probleme haben. Für einen B2B-Bereich, okay, da muss man vielleicht gucken, aber hierfür sind das wirklich Werte, die sind herausragend. Crystal Disk Mark 3 hätte ich euch auch gerne gezeigt, dauert aber zu lang. Auch da kommen wir auf sehr, sehr gute Werte. Vor allen Dingen auch bei den 4K-Werten sind wir da auf Werten, die sind wirklich herausragend. Da kann man wirklich auch im Alltag extrem gute Werte hier dabei auch erzielen. Und das ist halt wichtig, wenn man halt zum Beispiel einen Download-Ordner mit zig Dateien vollgewämst hat, zig vielen kleinen Bildern oder sonst irgendwas und das dann aufruft, dass da nicht die hohen Ladezeiten sind. Auch da habe ich mehrere Durchgänge durchlaufen lassen. Das sind auch alles Werte, die können sich wirklich sehen lassen und sind sehr gut. Dann haben wir noch die ASSD durch und das war's. Also da kann man wieder nur zeigen, es sind sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten, die sich hier unterm Strich erreichen lassen. Das war also unser Testbericht von der Samsung SSD 850 Evo mit 1 Terabyte und auch von der Samsung SSD 850 Evo mit 120 GB. Das sind also verdammt schnelle SSDs und ich war tatsächlich erstaunt, weil diese neuen Controller haben halt auch bei den kleineren Größen tatsächlich hohe Geschwindigkeiten zum Ergebnis und es schlägt die 840 Evo deutlich und man kommt sogar teilweise in Geschwindigkeitsregionen von der 840 Pro. Das sind also wirklich schnelle SSDs und ein Upgrade ist natürlich bei den besonders bei alten SSDs, die haben zum Teil noch weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit und vor allen Dingen HDDs, also wirklich normalen, beweglichen Festplatten, optischen Festplatten, definitiv empfehlenswert. Gerade bei Festplatten ist das Ergebnis herausragend. Es gibt keinen leichteren Weg, um einen PC schnell zu machen mit einer HDD, das Ganze gegen eine SSD oder mindestens eine SSD als Bootmedium zu tauschen. Ich hoffe, der Testbericht hat euch gefallen. Es gibt das Ganze auch noch als schriftliche Version. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin der Lars von All About Samsung und wir lesen uns die Tage sonst wieder im Blog. Ciao!